Hey, was geht so, Leute? Ich bin's wieder, euer CrossFit. Wir gehen zurück bei Let's Play Octopath Traveler 1 für Nintendo Switch. Es ist nun Zeit, dass wir dem Boss des zweiten Kapitels von Hanid gegenüberstehen im Geisterwald von Steingrad. Und dann hätten wir das letzte, zweite Kapitel abgeschlossen. Können wir eigentlich schon mit den dritten Kapiteln loslegen. Doch zuvor werde ich dann nachher noch offscreen ein bisschen trainieren. Und vielleicht auch noch gucken, ob wir noch ganz schnell dazwischen andere Zweitlaufbahn-Schreine noch irgendwo finden könnten, weil ich bin mir sicher, die werden wir auch noch vorher finden können. Dann hätten wir alle Zweitlaufbahnen frei und dann können wir uns entscheiden, welche Zweitlaufbahn wir am besten dann jeden Charakter geben werden, nachdem sie den aktuellen gemeistert haben. So. Und ja, es kommt tatsächlich jetzt zu einem Bosskampf. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Aber nicht unter Tieren. Die Spuren der Verwüstung beschränken sich nur auf eine Seite des Schlachtfelds. Da die Kampfspuren an den Felsen ja Kerben von Stahlwaffen und schwache Fußabdrücke Anzeichen von Menschen. Diese Fiederung ist unverwechselbar. Das ist Fallen meines Meisters. Wach unter den Kämpfenden hier. Hast du ein Gegner vielleicht dieses Rotauge? Die Spur führt in den Wald hinein. Wir müssen ihn folgen. Oh. Oh shit. Der Herr des Waldes. Der Herr des Waldes ist wohl in Überstimmung. Es geht los. Heilige Scheiße. Okay, Licht. Gerade jetzt habe ich Ophelia nicht da. Gehen wir mal hier durch. Mal sehen, ob es ein Pfeil tut. Nein. Aber eine Axt muss es doch tun. Yep. Oh shit. Na schön, dann analysieren wir mal nach seinen letzten Schwächen. 43.000 HP. Okay, Feuer ist auf jeden Fall dabei. Gut, gut. Was kriegen wir schon hin? Ich bin sicher, Feuer ist auch dabei. Yes. Wir kriegen das auf die Reihe hier. Okay, die haben leider Gottes keine Schwertschwäche. Das kriegt schon raus, was die letzte Schwäche von ihnen wäre. Vielleicht Finsternis? Nein, leider nicht. Am Pfeil müsste es doch auch tun, ne? Hm. Nee. Breche ich erstmal dieses Vieh. Dann sind wir weiter. Hm? Das war nicht schlecht. Nein, das schützt auch nicht. Sehr gut, sehr gut. Wir haben ihn fast geschwächt. Und das wär's. Und jetzt können diese... Ich möchte aber mit ihnen nur analysieren, erstmals. Ja, Blitz. Das kommt mir eigentlich hier unsinnig vor. Aber so ist es halt.
So, immerhin einer von mir ist weg. Och nö. Tja dann. Während der Anmut. Gucken wir mal, ob das. Ja, schon mal schlecht. Okay, doppelte Jobpunkte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist ein Schadengegner. Und. Ja, 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 okay. Gar nicht mal so schlecht. Das geht. So, jetzt ist der auch schon mal weg vom Fenster. Vielleicht nutze ich die Gelegenheit mal, Treasure zu heilen. So, die kann dann jetzt angreifen. Hilfe, Gans, Beute! Holen wir uns einen Haufen Kohle. Kompost? Uh-oh. Nicht mit mir, Freundchen. Wenn wir schon dabei sind, werden wir ein Licht sehen, Stein. Hm. Oh je. Ist gut, dass Primrose noch einen Zug hat vorher. Achso, Honey darf auch nochmal. Schön. Ja. Immer angreifen gehindert. Probieren wir noch meine weitere führende Anmut. Doppelte Erfahrung, okay, wenigstens etwas. Aber diese Verstummung war unnötig. Gerade jetzt. Gerade jetzt. Toll. Saris hätte volle... Wenn nichts anhaben. Es hat wirklich das Problem mit dieser verwirrenden Anmut. Tja, jetzt ist er wieder dran. Wow! So ein Blitzzauber ein. Gar nicht schlecht. Nein, 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 nein. Spare das lieber. Am besten greifen wir lieber an. Sehr schön. Dasselbe auch bitte du, Hanit. Feuerseelenstein. Okay, kannst du noch mal einsetzen und dann sind wir wieder, gehen wir wieder ab hier. Aber so richtig. So, sie hält sich jetzt auch mal von ihrer Verstummtheit. So, und jetzt aber gehen wir richtig ab hier. Drafendis Zorn. Bam. Finger ans Beute. Oh, wir sammeln hier Kohle, wir im laufenden Band. Und nebenbei noch.
er kann mich zähmen, stimmt. Hochland Redkin 1. Nicht schlecht. Der Damage geht ab. Oh, auch gut, auch gut. Kann ich mir die Seelensteine auch ersparen. Na, vielleicht setze ich doch noch einen weiteren ein. Oh, das hatte den Rest gegeben. Oh yeah. Gar nicht schlecht. Oh, Cyrus, fast. Nur fast um mein Baby. Oh, schade. Naja, was soll's. Ein gewaltiges Biest, aber nicht das Rotauge, nach dem Meister suchte. Das heißt, unsere Beute steckt tiefer im Wald. Geht's überhaupt noch tiefer rein? Wenn hier schon der Boss war? Was? Ist das? Was? Wurde zu Steinerstadt? Eingefroren zu Steinerstadt, welcher Frevel ist dir passiert? Noch ein Fall des Meisters. Hat das Schicksal geradewegs ereilt, als er seinen Bogen spannte? Trägt eine Notiz am Schaft des Pfeils. Auch immer dies liest. Wahrscheinlich habt ihr dies neben einer verstandenen Figur gefunden. Das bin ich, der Jäger Santa. Leibhaftig Mörderfähiger. Ich wurde von den Dante-Rittern beauftragt, die Beste zu jagen, die sie Rotauge nennen. Ein Untier, dem ich diesen kläglichen Zustand verdanke. Zu Rotauges gewaltigen Kräften gehört die Fähigkeit, andere zu versteinern. Meine Füße sind schon zu Fels geworden. Und bleibt nur wenig Zeit für diese Nachricht, bevor der Fluch mich vollkommen einnimmt. Ach du Scheiße. In einem Dorf namens Stilschnee lebt die Hexe Susanna. Ich habe gehört, dass ihr dieser Versteinerungsfluch vertraut ist und ein Gegenmittel vielleicht auch. Meine schwache Hoffnung, aber die einzige, die mir bleibt. Die blindwütige Raserei dieser Bestie muss ein Alter haben. Sie ist viel zu gefährlich, zu grausam. Bitte helft mir, nicht um meinetwillen, sondern wegen der Unschuldigen, die den Tod geweiht sind, falls diese Kreatur nicht zur Strecke gebracht wird. Meister. Scheiße. Und Harnit, falls du dies liest, bitte verzeih dem alten Mann. Bitte verzeih mir, alten Mann, dass ich mein Versprechen nicht eingehalten habe. Oh Mann. Sie hatte Dummkopf, selbst wenn er zu Stein wurde. Du möchtest also bleiben und auf ihn aufpassen? Das ist gut, ich werde diese Hexe Susanna aufsuchen. Ich hoffe, dass sie eine Möglichkeit kennt, diesen Fluch zu brechen. Keine Angst, Meister. Wir werden euch retten, das schwöre ich. Oh Mann. Rotauge kann also versteinern. Ey, wie soll das dann bitte im Kampf enden gegen dieses Viech? Ich soll zuerst zu Natalia zurückkehren und dir berichten, was wir gefunden haben. Ja, das sollten wir unbedingt. Oh Mann. Hätte ich nicht erwartet, dass es gleich so zu sowas kommt. Boah. Junge, Junge. Ach, von hier haben wir noch gar nichts erhalten, das stimmt. Es muss wieder eine neue Person sein. Ich lasse das lieber dann unseren... Ihr wisst schon, wen erledigen.
unseren Apotheker erledigen. Genau. Ja, der Bosskampf war auf jeden Fall auch nicht so übel. Hat am Ende noch was richtig Krasses ausgepackt. Muss man ihm lassen. Na wohl. Damit ich von ihr widerstehen kann. Für alle Fälle. Die einfachen Leute leben am Fuß dieser Treppe. Es ist schwer, sich jeden Tag diese Stufen aufzuschleppen. Tja. Mühelos führen. Eine Frau, die in einem Wirtshaus arbeitet, obwohl sie diesen Beruf in der Hoffnung, auf den Mann ihrer Träume zu begegnen, lässt das Glück noch auf sie warten. Sie glaubt, dass sie in einem Gasthaus mehr Erfolg gehabt hätte. Oh. Okay. Ja, man gibt sie da was zu schnappen hier. Zu schnabulieren. Okay, ich glaube, den Leuten habe ich alles abgenommen hier. Dann würde ich vorschlagen, suchen wir jetzt erstmals Natalia auf. Ich schaue hier nochmal schnell. Alter, es gibt dann wieder einiges zu stehen, das wirklich so eine geringe Chance hat, gestohlen zu werden. So. Mein hier aus war, ja, Haus war unten, ne? Verbotene Klinge. Hm. 310. Physischen Angriff des Ziels erhöht es, aber. Hm. Na gut, suchen wir jetzt mal Natalia auf und dann ziehen wir weiter. Ach, das seid ihr, mein Lieber. Und? Habt ihr ihn gefunden? Das haben wir allerdings. Die Pest hat ihn in Stein verwandelt. Wenn dieser Brief die Wahrheit sagt, dann ja. Noch weiß ich nicht, wie wir ihn zurückholen können, aber ich werde einen Weg finden. Das heißt, wenn ich die Hexe Susanne suchen. Bei der Jagd bricht man die Verwandlung niemals ab. Das hat der Meister mich gelehrt. Wenn ich mich wirklich als sein Lehrling erweisen will, dann muss ich diese Jagd zu Ende bringen. So. In der Tat. Ist schon verrückt. So, ka? Was denn? Sore wa ne? Ihr und Santa seid so unterschiedlich, doch in solchen Momenten habt ihr denselben Glanz in euren Augen. Ihr seid beide aus einem Holz geschnitzt. Wenn euch etwas in den Kopf gesetzt habt. So, ka? Ist das so? Ja, ich denke schon. Fast wie Vater und Tochter, könnte man sagen. Oder? Wer könnte das sein? Bin ich bitte entschuldigt? Jemand klopft an der Tür? Hä? Hm? Jemand, den du kennst, Mädchen? Hä? Huh? Wer ist das? Eliza? Dachte ich mir doch, dass mir dieses Mansen vertraut ist. Eliza, was macht ihr denn hier? Wir haben seit Wochen nicht zu uns Sonntag gehört und ich bin hergekommen, nach ihm zu suchen. In seinen letzten Schreiben
meinte er, dass er in diese Stadt kam, als er die Beste verfolgte. Das war auch das Letzte, was ich von ihm gehört habe. Was ist dir nur passiert? Du musst mir alles erzählen, was du weißt. Götter, sei gnädig, wenn schon ein Jäger mit Sandas Fähigkeiten unterliegt. Ich möchte alles hören, was du über dieses Rotauge wisst. Ich fürchte, ich weiß nur wenig. Die Atante-Ritter haben mich lediglich gebeten, Santa anzuhören. Mehr haben sie mir auch nicht gesagt. Klar, aber fest steht, dass sie sich der Gefahr bewusst waren. Warum haben sie dann nur einen einzigen Mann geschickt, um sich gegen das Monster zu stellen? Nicht irgendeinen Mann, sondern Santa. Angesichts der neuen Gefahr konnten sie sich an keinen anderen wenden. Bei der Jagd ist kein anderer so schnell und listig wie er. Mit einem einzigen Regiment an seiner Seite hätte er seine Kräfte wohl allein für dessen Schutz vergeudet. Das sagten sie zumindest. Das ist wahr, es gibt viele talentierte Jäger in unserem Dorf, doch selbst die Besten hätten ihm nur im Weg gestanden. Die Ritter lagen völlig richtig. Aber trotzdem. Sie lässt einen wahren Beigeschmack, nicht wahr? Das geht auch für mich. Indem wir nur einen Mann geschickten, haben wir der Welt unsere eigene Schwäche offenbart. Und fällt es mir zu, anstelle von Santa das Rotauge zu jagen. Hanit! Das ist eine andere Aufgabe, du musst die Hexe finden. Ja, das war der letzte Befehl meines Meisters, bevor der Fluch ihn übermannte. Ich werde Mittel und Wege finden, ihn zu befreien. Ich muss. Santa kann sich glücklich schätzen, solch viele Freunde zu haben. Mein Talent ist nicht mit seinem vergleichbar, aber er braucht mich und ich werde tun, was ich kann. Ich weiß schon, kann ich mir vor oft Santa mit seiner Kraft und seinem Mut für mich da war. Jetzt ist seine Zeit für mich dafür, erkenntlich zu zeigen. Ich werde Nachricht schicken, sobald ich mehr über dieses Rotauge weiß. Vielen Dank. Hat keine Angst, wir werden den Meister retten. So sieht's aus. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Na denn? Hanit, wartet! Natalia? Bin ich froh, euch noch erwischt zu haben hier. Das ist für eure Reise. Was ist das? Aber es war doch nicht nötig. Es ist nicht verglichen mit dem, was wir hier und Eliza tut. Nach dem Tod meines Mannes war Santa für mich ein guter Freund. Leider kann ich keine Monster bekämpfen wie ihr beide. Ja, aber... Aber ich kann euch die Reise etwas leichter machen. Lasst mich wenigstens das tun. Natürlich, vielen Dank für das Geschenk. Was ist das? Und eine Sache noch. Versprecht mir nichts Unnötiges zu tun, ja? Auch nicht um Santas Willen. Ich werde aufpassen. Immerhin bin ich Meister keine Hilfe mehr, wenn ich selbst getötet werde. Genau. Viel Glück, Hanit. Vielen Dank, ich verspreche, dass ich zurückkehren werde, zusammen mit dem Meister. Und so ließ Hanit Steingrad hinter sich. Ihre neue Aufgabe, Santa aus der Versteinerung zu erlösen. Sie musste die Seherin Susanna finden, die Santa zuletzt erwähnt hatte. Es mochte nur ein Hoffnungsschimmer sein, aber immerhin. Und so machte sie sich auf das Frostland zur Stadt Stillschnee. Es sah so aus, als hätte ihre Reise eben erst begonnen. Das allerdings, weil wir haben gerade mal die Hälfte von
Reise durch. Oh, das haben wir bekommen. Und das nächste Reisegeplänkel gibt es noch zu belauschen. Hey, Hanit. Das Jägerleben ist nicht leicht, oder? Ich bin doch noch ein Lehrling und keine echte Jägerin. Sag mal, ist ein guter Mann? Meiner ist es. Naja, er ist nicht unbedingt mein Meister, sondern lediglich jemand, zu dem ich mehr aufsehe als zu anderen. Ich habe ihn schon seit Jahren nicht gesehen. Trotzdem können ich keine wilde Bestie davon abhalten, ihm bei Gefahr zu Hilfe zu eilen. Entschuldigung, ich wollte auch nur sagen, dass ich weiß, wie ihr euch fühlt. Wie auch immer, vergesst nur nicht, ich bin hier, um euch zu helfen, falls ihr verletzt werdet. Er brauchte euch bei seiner Rettung auch nicht zurückhalten. Was ist denn? Ich habe lediglich darauf gewartet, dass ich mal etwas sagen kann. Und weil ich jetzt in Reihe bin, erlaubt mir euch zu danken. Aus diesem Herzen. So, jetzt wo wir das geschafft haben, gibt es noch eines zu tun. Zuerst mal offscreen trainieren. Oder noch besser, wir gucken mal, wo wir noch, wir gucken jetzt noch mal durch jede Stadt durch, wo noch mögliche Nebenaufgaben sind. Und dort könnten wir sie, und könnten wir gucken, bis dass wir eine finden, die wir erfüllen könnten. Schon also, dass wir wieder so viele wie nur möglich vorher erfüllen. Und dann machen wir uns auf die Suche nach weiteren Schreinen, bevor dann das Offscreen-Training beginnt. Ja, und das dann mit dem Durchstarten von dem dritten, vom dritten Kapitel. Also dann mit dem Durchstarten vom dritten Kapitel, den dritten Kapiteln loslegen werden. Wir könnten da mit Quellborn anfangen. Ist auch eine neue Stadt, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Auch hier gibt es eine Bereiche, die wir noch nicht gesehen haben. Von denen brauchen manche Level 40. Da sind wir noch weit davon entfernt hier. Also ein bisschen zu weit davon entfernt. Also noch Stillschnee wollen wir wieder als nächstes hin. Ja. Wie gesagt, in Quellborn können wir dann auch gleich zwei Kapitel erledigen. Also zweimal das dritte Kapitel erledigen. Aber gut. Das erste, schauen wir mal, wo wir noch eben Aufgaben erfüllen könnten, bevor wir uns dann auf die Suche nach den restlichen Schreinen machen. Weil ich bin sicher, wir finden sie noch unterwegs irgendwo, bevor wir dann mit dem dritten Kapitel anfangen können. Fangen wir mal mit Kammbruch. Vielleicht gibt es da jemanden, dem wir eine Aufgabe erfüllen könnten, weil wir haben ja schon laufend Items zusammengesammelt und da müsste doch jemand dann... Ja. Haben wir schon mal unseren ersten. Was sagt ihr da, die Leute? Mach aus meinen edlen Stoffen. Pluderhosen? Nun, womöglich ist das gar nicht so weit hergeholt. Der Stoff ist robust und das Muster in Augenweide. Warum habe ich das... Jetzt habe ich das übersprungen. Gute Götter, das ist eine Rettung für Gendys beste Stoffe. Blutehosen, Westen, Toniken, Mützen und Umhänge. Wir werden ein komplettes Sortiment für anspruchsvolle Damen und Herren anbieten. Dann mal los, an die Arbeit, an die Arbeit. Es gibt viel zu tun. Ja, gern geschehen. Die erste Kollektion der edler Kleidung ist fertig. Oh, bekommen wir eine als Belohnung? Ich stehe in eurer Schuld. Ihr habt mir genau den Spirit zum Verholfen, den ich brauchte. Ich wünsche euch alles Gute. Na, zeig mal, was haben wir denn bekommen? Weberzauber. Weberzauber? Zeig mal. Weberzauber. Oh. Okay, das ist also ein Accessoire. Auch nicht schlecht. Ich sehe gerade, wir haben hier... Ah, schau an. Wenn ich richtig sehe, haben wir hier bereits... Ja, wir sind hier bereits fertig. Ich sehe keinen weiteren Eintrag für ein... Obwohl, vielleicht muss ich erstmal dafür weiter nach oben gelangen. Also weiter oben nachgucken.
Vielleicht ist da noch was. Bei den Kammbruchminen. Muss ich nur auf die Minimap achten und dann finde ich schon was. Ja, tatsächlich, da gibt's noch was. Kann ich mal gerne nachgucken. Ob ich das auch noch erfüllen kann. Okay, dann haben wir einen Erzkelwetzstein. Ist das ein Wetzstein? Und den habt ihr für mich mitgebracht? Tja, danke euch sehr für eure Freundlichkeit, aber kein Wetzstein kann diese Hecke schärfen. Seht ihr, ich zeige euch. Schleife und schleife und schleife und dann... Das gibt's doch gar nicht! Das ist kein gewöhnlicher Wettstand. Er schafft es tatsächlich, diese widerspenstige Hacke zu schärfen. Zieh dich die glänzende Schneide an. Scharf wie ein Dolch. Ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Jetzt kann ich keinen Fels mehr aufhalten, das sag ich euch. Nicht mit diesem Wettstand in der Tasche. Vielen Dank. Gern geschehen. Scharfe Nuss und kritische Nuss. Oh yeah. Tja, dann wären wir hier in dieser Stadt zumindest schon mal fertig mit den Nebenaufgaben. Da würde ich sagen, ab dem nächsten Part gucken wir uns weiter noch um nach weiteren Nebenaufgaben. Und wie immer gilt, wenn es gefallen wurde, dieses bestimmt ist eins. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush wurde. Wie geht's hinein? Das ist ein Part von Let's Play Octopath Traveler 1 für Nintendo Switch. Also auf Wiedersehen. Tschüss, Leutchen.